Bittere Worte im Netz. Ekaterina Leonova nahm bei Instagram nun besonders emotional Abschied von ihren Let's Dance-Kollegen. Let's Dance, doppeltes Aus sorgt für bittere Tränen. Für die Let's Dance-Fans stand in der 7. Live-Show, 14. April, gleich ein doppelter Abschied an. Weil wegen des Partnertauschs in der 6. Sendung niemand rausgeflogen war, mussten nun gleich zwei Duos das Feld räumen. Und es traf Christina Luft, 33, und Ali Güngör Müs, 46, sowie Mimi Kraus, 39, und Maria Maxina, 26. Dabei hatte letzteres Duo eigentlich eine solide Leistung abgeliefert und von der Jury immerhin 24 Punkte erhalten. Letztlich führte jedoch der Jury-Tanz jedoch dazu, dass auch die beiden die Show verlassen mussten. Mimi und Maria bekamen in Joachim Jambis, 58. Team nämlich nur 6 Zusatzpunkte und rutschten damit auf den vorletzten Platz im Gesamtranking, eine Regelung, die für viel Kritik im Netz sorgte. Ekaterina Leonova, mein Herz zerreißt es, dass Maria Maxina und Handballer Mimi Kraus Let's Dance verlassen mussten, sorgte aber nicht nur für Unmut bei den Zuschauern, sondern auch für bitteren Tränen bei Tanzkollegin Ekaterina Leonova, 35, denn Maria ist ihre beste Freundin, dementsprechend nahm Ekat das Aus ganz besonders doll mit. Gegenüber RTL erklärte sie, mein Herz zerreißt einfach. Es ist schwer, das zu akzeptieren. Das berührt sehr. Und auch im Netz widmete Ekaterina Leonova dem ausgeschiedenen Duo noch einmal emotionale Worte. Leider sind wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der gestrigen Show gegangen. Mimi und Mascha sind für uns wie Bruder und Schwester. Darum tat es doppelt und dreifach weh, dass ihre Let's Dance-Reise schon jetzt beendet ist. Alles, was die beiden gemacht haben, war einfach so schön und hat uns beim Zusehen jedes Mal ein riesiges Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Das Statement von Ekaterina Leonova dürfte noch einmal mehr zeigen, wie eng die Let's Dance-Kandidaten und die Tänzer wirklich miteinander befreundet sind.